que le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Als ich diese Berufung eingegangen bin, als Mönch in der Nachfolge Christi, es war sicherlich eine schwere Entscheidung für mich, das Kochen aufzugeben. Dass der Abt mir nachher erlaubt hat, wieder ein bisschen in diese Richtung zu gehen, hat mir sehr viel Freude bereitet. Pater Mauritius ist im Elsass geboren. Vor 26 Jahren trat er in die Benediktinerabtei St. Mauritius zu Tholey im Saarland ein. Nach seiner Zeit als Novize schickte ihn der Abt zum Theologiestudium in die Schweiz. Er kehrte zurück ins Kloster und wurde zum Priester geweiht. Diese Berufung ist ein Geschenk. Es ist sehr zerbrechlich. Ich vergleiche das manchmal mit einer Blume. Wenn man nicht aufpasst, wenn man keine Wasser gibt, stirbt die Blume. Genau hier im Kloster, wenn ich das Co-Gebet total vergessen würde und nicht die Meditation halten würde, dann würde meine Berufung, dieses Geschenk, was Gott mir gegeben hat, vielleicht auch sterben. Die ersten Stunden des Tages sind dem Gebet und der Zwiesprache mit Gott gewidmet. So will es die uralte Klosterregel des heiligen Benedikt. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Erhebe die Herzen, wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn. Am Fuße des Schaumbergs im Herzen des Saarlands wird schon seit mehr als 1000 Jahren das Lob Gottes gesungen. Die 634 nach Christus gegründete Abtei im kleinen Ort Tholey ist eines der ältesten Klöster im deutschsprachigen Raum. Das Kloster ist heute in einer schwierigen Lage. Das beschäftigt den Abt Makarios Hebler und seine Mitbrüder. Früher lebten hier einmal 25 Mönche, aber seit vielen Jahren gibt es keinen Nachwuchs mehr. Mittlerweile sind es nur noch 13 Mönche und rund die Hälfte von ihnen ist schon über 70. Aber Sie wissen alle, dass auch unsere Kräfte sehr, sehr beschränkt sind und auch eben nachlassen und dass da in Kürze auch größere Veränderungen anstehen. Und dass wir einfach mal gemeinsam darüber reden und sprechen. Aus eigener Kraft lässt sich der Klosterbetrieb kaum mehr aufrechterhalten. Nur weil jüngere Mönche wie Pater Mauritius sehr viel Verantwortung übernehmen, ist das wirtschaftliche Überleben der kleinen Gemeinschaft überhaupt noch möglich. Dass das also auch so gesehen wird. Erst das Gebet und dann die Arbeit. Ora et labora. Nach diesem Leitspruch lebt Pater Mauritius. Er leitet das Gästehaus neben der Abtei. Die kleine Pension ist eine wichtige Einnahmequelle für das Kloster. Hier ist er auch der Küchenchef. Eine kleine Kommunität, die Mönche müssen mehrere Aufgaben auf sich nehmen. Und ich bin Koch, ich bin auch der Zellerat, das heißt der Ökonom. Ich kümmere mich um die ganze finanzielle Sache der Abtei. Und da hat man zu tun mit Vertretern, mit vielen Leuten, wo man eigentlich manchmal auch Nein sagen muss. Und dann muss man ein bisschen wie ein Wolf da sein. Und dann, wenn ich mich drehe, dann ist er ab vor mir und dann muss ich wie ein Lamm. Und da ist eine Person manchmal innerhalb von 5 Minuten diese Haltung zu wechseln, ist nicht sehr einfach. Immer wenn die Hotelgäste abgereist sind, bringt Pater Mauritius die Bettwäsche zu Bruder Georg in die Klosterwäscherei. Jesus Christus. Georg, ich bring die Wäsche. Ja, komm drin. Kommt noch was dazu die Woche? Ja, am Mittwoch früh. Alles klar. Wäre möglich, die Wäsche bis Ende der Woche zu bekommen? Mach mal. Gut.
Auch Bruder Georg hat mehrere Pflichten im Kloster. Er arbeitet nicht nur in der Wäscherei, sondern hilft in der Klosterküche und erledigt die Einkäufe. Die Mönche müssen den größten Teil der Einnahmen für die Abtei selbst erwirtschaften. Doch die finanzielle Lage wird immer schwieriger. Weil der Nachwuchs fehlt, werden immer mehr Tätigkeiten eingestellt. So, und hier sind wir in unserer Schreinerei, oder besser gesagt, unserer ehemaligen Schreinerei. Das ist jetzt vielleicht eine Rumpelkammer oder ein Lager. Viele unserer Werkstätten haben wir aufgeben müssen und langsam geht's bergab. Ja. Dieser Punkt ist angekommen, wo wir sagen, ist egal, was passiert. Sogar wenn jüngere Leute kämen, es gibt irgendwie in den nächsten Jahren Personalprobleme. Auch die Schmiede nebenan ist nur noch eine Art Museum, seit der Bruder, der sie leitete, zu gebrechlich für die harte Arbeit ist. Die Landwirtschaft des Klosters wurde ebenfalls aufgegeben. Aber der Klostergarten wird noch bewirtschaftet. So gut es geht, hilft jeder, wie er kann. Das Kräuterbeet des Klosters liegt Pater Mauritius besonders am Herzen. Das ist eine richtige Goldgrube für unsere Küche. Zum Beispiel Thymian und so, da benutzt es fürs Fleisch, für die verschiedenen Brühe. Salbei am meisten machen wir auch Extrakte darüber. Das ist auch für Hals, für verschiedene Krankheiten, auch direkt manchmal auf der Wunden. Manchmal eine kleine Salbe daraus. Und sonst sehr oft für Schweinebraten. Oder auch für Kartoffeln, Salbeikartoffeln, die werden hier sehr gern gegessen. Und da haben wir noch Koriander. Haben wir eigentlich im Garten nicht allzu viel und die benutze ich am meisten natürlich für Fischmarinade und auch für verschiedene Gemüsegerichte. Ich mag alle Kräuter. Kräuter ist es für mich, da geht mein Herz ein bisschen hoch, wenn ich im Kräutergarten stehe. Nebenan versorgt Bruder Martin, mit 40 Jahren der Jüngste im Kloster, seine Bienen. Der Rauch senkt die Stechbereitschaft. Das Imkerhandwerk hat er erst im Kloster gelernt von einem Bruder aus einer benachbarten Abtei. Vor dem Winter schaut er nach, ob die Bienen noch genügend Futter haben. Wunderbar. So muss eine Futterwabe aussehen. Da haben wir keine Angst, dass sie nicht überleben. Muss gucken. Das sieht sehr gut aus hier. Hier ist die Drohne. Da. Das sind also die Faultiere. Die haben nur die Aufgabe, die Königin zu begatten. Aber nicht im Bienenstock, sondern draußen in der Natur. Wunderbar, meine Bienenlein. Könntest du ein bisschen Schokoladesauce, weißt du, mit Kokosnuss ein bisschen machen. Ja? Ich glaube, wir haben noch eine Kuvertüre in der Reserve. Die Arbeit im Gästehaus kann Pater Mauritius nur mit der Hilfe zweier Angestellter bewältigen. Doch er ist der uneingeschränkte Herr über die Töpfe. Schon als Kind stand er gerne in der Küche und half seiner Mutter. Sie brachte ihm das Kochen bei. Sie starb nach langer Krankheit, als er 14 war. Er begann eine Kochlehre, ging später nach Luxemburg und wurde zum Sternekoch ausgebildet. Noch heute erinnert ihn das Kochen an seine Kindheit. Wir waren mit der Mutti morgens im Garten, haben wir die Gemüse geholt. Und das fand ich immer sehr schön. Und hier habe ich das Glück, dass ich das auch machen kann. Mit 14 habe ich angefangen als Lehrling in einem Restaurant und danach habe ich ein paar Sachen nachgeholt, aber gekocht habe ich immer sehr gern. Und heute ist es auch mein Hobby, sogar wenn ich in Urlaub bin oder manchmal Pause habe oder zu meinen Eltern gehen, da koche ich immer noch was. Ich versuche heute eigentlich weniger
wie eine Sternekoch zu kochen, als gesund und, naja, wie im Kloster ist, auch müssen wir ein bisschen mit der finanziellen Seite uns beschäftigen. Man kann auch sehr schön und sehr gute Gericht machen mit einfachen Produkten. Nebenan führt der Abt Besucher aus dem Gästehaus durchs Kloster. Früher war der innere Bereich nicht zugänglich, doch die Abtei hat sich nach außen geöffnet. Die Löcher liegen genau im Schwerpunkt des Steines und man konnte auf diese Weise nur die Steine mit so einer Zange, ja, mit so einem Greifer hochgezogen. Dafür war das da. Wer auf der Suche nach Gott eine Auszeit nehmen will, kann seit einigen Jahren sogar in der Abtei übernachten und am Klosterleben teilnehmen. Im Gästehaus wird das Hauptmenü serviert. Zucchini-Gemüse, Salbeikartoffeln, dazu Cordon Bleu. Viele Gäste schätzen Pater Mauritius' Qualitäten und kommen immer wieder. Und ich wünsche die Damen wohl zu speisen. Segne uns und diese Speisen, erfülle uns mit deinem Geist, damit alles, was wir tun, für dich geschehe. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wein wird beim Mittagsmahl nebenan nicht gereicht. Stattdessen lauschen die Mönche einer Lesung. So will es die Benediktinerregel aus dem 6. Jahrhundert, die den Alltag im Kloster bis heute prägt. Die Zeiten für Gebet, Lesung, Arbeit, Schlaf und Essen sind genau festgelegt. Ihren Abt haben die Mönche aus ihrer Mitte gewählt. Ihm gegenüber sind sie zu Gehorsam verpflichtet. Die Regel besagt auch, dass die Älteren von den Jüngeren unterstützt werden. Doch seit die Gebrechen des Alters überhand nehmen, ist die Gemeinschaft überfordert. Das ganze Problem, was ein Mensch hat, hat ein Mönch auch. Man muss zum Zahnarzt, man muss Brille haben, Hörgerät und so. Und das ist heutzutage so, dass die Kasse nicht alles bezahlt. Ein Kloster muss lebensfähig sein und schauen, dass die Mönche versorgt werden. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann muss ein Abtei aufhören. Und die Mönche müssen irgendwo innerhalb der Kongregation untergebracht werden. Diese Probleme hier in Tholey sind stark und der Abt versucht jetzt Hilfe zu haben von einer anderen Klöster und so. Aber das sieht nicht sehr, sehr gut aus. Die Ruhezeit nach dem Mittagessen hält Pater Mauritius strikt ein. Die Meditation hilft ihm, Abstand zu gewinnen von den täglichen Sorgen, um sich auf das Wesentliche des Mönchseins zu konzentrieren. Es ist natürlich auch ein schöner Moment mit Gott. Und sehr oft nehme ich einen Vers von einem Psalm und das ist mein Leitmotiv für den ganzen Tag. Man nimmt raus manchmal nur ein Wort, der besonders uns anspricht und das erfreut auch einen. Es ist im Anfang ist eine Übung, aber dann nachher mit dieser Habitus, dann irgendwann hat man eine Freude dran und das ist eigentlich was sehr Schönes. So. Bruder Georg, der die Wäscherei am Leben erhält, backt Hostien für die Messe. Am Nachmittag gibt es für alle Mönche viel zu tun.
denn der nächste Tag ist dem Schutzpatron der Abtei gewidmet. Weil die Kirchenheizung im Winter bis zu 300 Liter Heizöl pro Tag verschlingt, haben der Abt und Pater Mauritius eine Modernisierung der alten Anlage beschlossen. Hier ist, das ist der Chor. Die dringend notwendige Investition kann sich die kleine Abtei allerdings nur leisten, weil das Bistum einen großen Teil der Kosten übernimmt. Und es kommen Warmluftschächte in die Kirche. Obwohl Pater Mauritius als Zellerar der Geschäftsvorstand des Klosters ist, muss er alle Entscheidungen dem Abt überlassen. So will es die Klosterregel. Die letzten Jahre, was für mich am schwierigsten war, war das Gehorsam. Manchmal man will das nicht oder man versteht das einfach nicht. Warum will der Abt das? Und die Gelegenheit ist nicht immer da, direkt zu klären, weil der Abt ist auch sehr beschäftigt. Und ich habe nicht immer die Zeit zu fragen, ja, warum willst du das so oder so? Und dann muss man schlucken. Ja, und manchmal innerlich möchte man gerne das Gegenteil machen, aber es geht nicht. Und das ist gut, man muss sich auch ein bisschen unter Kontrolle haben und sagen, okay, was bist du? Du bist nur ein Mensch, du hast Gehorsam gelobt und naja, man tut das. Wenn Gehorsam verlangt wird, dann kommt Gehorsam vom Wort hören, das heißt hinhören auf das, was eigentlich ansteht, was notwendig ist. Heiliger Benedikt warnt die Kommunität, den Abt davor, dass er selbst zum Tyrannen wird und einfach nur anordnet, wie es ihm beliebt. Das geht nicht. Er hat nur das anzuordnen, was der Bibel, dem Alten und Neuen Testament letztendlich, dem Wort Gottes entspricht und eben der von ihm selbst oder für das Kloster aufgestellten Klosterregel des Heiligen Benedikt. Das Abendlob, auch Vesper genannt, ist die vierte von insgesamt 5 Gebetszeiten täglich. Die Reihenfolge der gesungenen Bibelpsalmen ist Woche für Woche genau festgelegt. Fast alle Psalmen werden im Wechselgesang auf Deutsch gesungen. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Santé, mon frère. Also alles Gute zum Namenstag auf der Zellera. Aufstehen, komm, komm alle. So. Lieber Kreuz. Pater Mauritius Namenstag fällt zusammen mit der Wallfahrt zu Ehren des Schutzheiligen des Klosters am nächsten Tag. Herzlich Gott. Die fliegen. Gemeinsam lassen sie den Abend ausklingen. Am Morgen vor der Prozession versucht Bruder Martin oben im Glockenturm einen defekten Glockenmotor zu reparieren. Er kümmert sich nämlich nicht nur um die Bienen, Bruder Martin ist auch der Hausmeister der Abtei. Das habe ich mir fast gedacht, dass das hier an dem Problem hängt. Währenddessen erntet Pater Mauritius wieder einige Zutaten für das Mittagsmenü.
Auch an diesem Festtag muss er schließlich für das leibliche Wohl der Pensionsgäste sorgen. Die sehen vielleicht nicht so schön aus, aber wenn man die isst und so, man merkt schon den großen Unterschied zwischen selbst gepflückt und was wir auf dem Markt bekommen. Manchmal bleibt von den Mahlzeiten im Gästehaus noch genügend übrig für die Abtei, sodass auch die Mitbrüder von Pater Mauritius Kochkünsten profitieren. Doch das kommt nicht alle Tage vor. Zu Weihnachten, da kommen die Mitbrüder hier, die essen nicht in der Abtei, aber die essen hier im Gästehaus. Hier können sie sich unterhalten, es gibt auch gute Weine und am Schluss auch ein guter Schnaps. Und das schätzen die Mitbrüder schon. Die Froschenkel, das kam gut an, aber Schnecken, Ochsenschwanz und solche Kleinigkeiten, die eigentlich leckere Sachen sind, das kommt nicht immer gut an hier. Da muss man sich auch anpassen. Das Schwierigste war natürlich, die Entscheidung zu treffen fürs Leben. Man kommt nicht ins Kloster für ein paar Jahre. Es ist eine Lebensentscheidung. Man geht irgendwo in einen Ort, wo man weiß, da kommst du nie wieder raus. Und man hat sich natürlich, man macht sich eine Vorstellung, wie es im Kloster ist, was manchmal ein bisschen verkehrt ist, aber ich habe gesagt, jetzt komme ich nie wieder raus. Ich bin doch früh viel gereist und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe gesagt, nee, nie wieder reisen zu können und immer allein. Und natürlich auch Verzicht, so eine Ehe oder irgendwie eine Mädchen kennenzulernen und so. Man macht sich auch schon seine Gedanken. Aber ich Nachhinein glaube ich, das ist nicht das Schwierigste. Mindestens für mich war nicht das Schwierigste. Das Schwierigste war wirklich die Angst, ob ich nicht einen Fehler mache, ob ich die richtige Entscheidung treffen wird. Es hat lang gedauert, bis ich innerlich überzeugt war, dass es das Richtige ist. Kurz vor der Prozession werden die Messdiener vorbereitet. Die Kinder sind mit einem heiligen Ernst bei der Sache. Die meisten kennen den Abt aus der Schule vom Religionsunterricht. Alle sind gespannt, wie viele Menschen zur Mauritius-Prozession kommen werden. Auch weil die Wallfahrt nach jahrzehntelanger Unterbrechung zum ersten Mal wieder stattfindet. Wer ist denn kräftig von euch zwei? Packt ihr die Fahnen vorne? Ja, zwei? Dann machen wir es so, dann geht er zu viert, dann könnt ihr euch abwechseln, ja? Ihr heiligen Väter und Mütter, bitte für uns. Ihr heiligen unseres Leibes. Halb Tolai ist auf den Beinen und folgt dem Schrein mit den Gebeinen des heiligen Mauritius. Erinnert wird an den christlichen Anführer einer Legion der römischen Armee, der um 300 nach Christus für seinen Glauben starb. Der Kaiser ließ ihn töten, weil er sich geweigert haben soll, mit seiner Legion gegen Christen ins Feld zu ziehen. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Es sind mehr Menschen gekommen als erwartet. Darüber freuen sich die Mönche. Es macht Mut in einer für das Kloster schwierigen Zeit. Ich hoffe sehr, dass diese Wiederbelebung von dieser Mauritius-Prozession auch was bewirkt. Es wäre auch sehr schön, wenn einige junge Leute das ansehen und sagen, auch das Leben im Kloster ist schon interessant, das könnte was für mich sein. Man hat viel Arbeit reingesteckt in diese Jahre, in diese kleine
Kloster, dass es schön ist und so. Und jetzt manchmal, wenn man sieht, wir werden immer älter, immer weniger, die Aufgaben werden immer schwierig, gibt es Leute, die krank werden und so. Und man fragt sich ja, man hat so viel getan und jetzt, wie geht das weiter? Man versucht, Abstand zu nehmen von diesem Problem. Wir enden alle im Friedhof. Und eigentlich unsere richtige Heimat ist da oben. Und der Rest muss man das Beste rausmachen. Seit Stunden feilt Wolfhard von Böselager an seiner Abschiedsrede. Morgen ist der Tag, auf den er sich viele Jahre vorbereitet hat. Der Baron legt sein Lebenswerk in die Hände seiner ältesten Tochter und seines Schwiegersohns. Leicht fällt es ihm nicht. Ich habe heute Morgen ab 5 nicht mehr schlafen können, weil mir klar geworden ist, dass viele Dinge eigentlich meine Zeit viel zu viel auffressen. Aber ich bin furchtbar müde, ich schlafe schlecht. Und ja, deswegen merkt man mir wahrscheinlich auch an, dass ich ein bisschen überfordert bin. Nicht nur seine Geschäfte wird der Baron abgeben, auch sein Schloss. Er wird sich verkleinern, weg vom feudalen Wohnsitz mit über 60 Räumen und Sälen, hinein in ein Einfamilienhaus mit nur 7 Zimmern. Das sind auch ganz andere Lebensumstände. Ich habe schon viele Tage da zusammen in unserem Haus verbracht und schon manche von den Nachbarn kennengelernt. Das ist ein Doppelhaus, also da haben wir sogar Leute, Nachbarn im selben Haus. Das sind nicht meine Gäste, ich bin nicht ihr Gast. Sie sind eigentlich Fremde und trotzdem ganz nah beieinander. Man sieht jeden Tag, wenn der eine arbeiten geht oder nicht. Ah ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Danke. Franziskus von Ketteler, der Nachfolger. Ab morgen ist der Schwiegersohn der Schlossherr. Er muss sich beeilen. Sein Schwiegervater hasst Unpünktlichkeit. Der Chef sozusagen verlässt das Boot und es kommt ein neuer Chef oder in diesem Fall eine Chefin. Wir sind natürlich auch besonders kritisch in diesem Fall, weil es eine eigene Angelegenheit ist sozusagen, wo wir eben besonders gut sein wollen. Ne? Besonders, weil wir natürlich einmal den 70. Geburtstag feiern von Dr. von Böselager. Und besonders, weil wir den Generationswechsel vollziehen morgen, wo sozusagen ein Stabwechsel stattfindet zwischen meinem Schwiegervater und meiner Frau. Ein Altar. Ildiko von Ketteler-Böselager führt das Lebenswerk ihres Vaters fort. Für seine Abschiedsfeier hat sie ihm eine persönliche Bildergalerie gewidmet. Ach schön, da mit Mami, mit Sektglas. Ja, und dann ich zu meiner bestgenährtesten Zeit. So rund war ich mal. Das sieht scheußlich Bitte? Aus. Das sieht scheußlich aus. Scheußlich? Ja. Ich finde das sehr schön. Martina Schmidt von Böselager, die dritte Frau des Barons, möchte, dass morgen alles perfekt ist. Wir müssen heute Nacht ein bisschen kalt machen, weil Was muss ich? Es muss heute Nacht hier kalt sein.
Ja, mach doch. Hast du die Heizung schon abgedreht? Nee, aber werde ich jetzt. Dann müssen wir mal einen Ingenieur bestellen, damit die Heizung abgestellt. Okay, also soll ich das eben machen? Ja, das wäre ganz gut. Und die Fenster auch. Kann ich hier arbeiten. Ich verdiene lieber das Geld, womit die Wärme produziert wird, die du dann hier abstellen kannst. Okay. Ja? Und tschüss. Schloss Höllinghofen gehört den von Böselager seit 250 Jahren. Die Familie lebt von der Land- und Forstwirtschaft. 2500 Hektar Wälder und Ländereien erstrecken sich über Westfalen und das Hochsauerland. Der scheidende Baron führt den Betrieb mit mehr als 80 Mitarbeitern nach ökologischen Regeln. Besonders stolz ist er auf den Wildwald, ein Naturpark für Besucher. Hier können uralte Bäume und seltene Tier- und Pflanzenarten überleben. Baron von Böselager ist ein Traditionalist mit grüner Seele. Seine größte Sorge, werden seine Nachfolger Höllinghofen im ökologischen Sinne weiterführen? Natur und Herbst sind natürlich gute Symbole für die Situation. Und dass die Zweige mit Früchten und die Blätter bunt sind, entspricht auch meiner Stimmung und meinem Leben. Ich habe eben erlebt, wie mein Vater, als er schon 50 war, mir diese Aufgabe übertragen hat. Aber da er noch so jung war, war es für mich selbstverständlich, dass er teilweise noch immer mitsprechen sollte. Und ich habe aber dann natürlich, bis er fast 80 war, auch nicht so richtig voll alleine dagestanden. Und daraus habe ich den Schluss gezogen, gut vorbereitet, nicht zu früh, nicht mit 50, sondern vielleicht mit 70, aber dann auch wirklich und dann konsequent. Hier ist die neue. Nee, ist auch eine alte. Wir hängen, weil der Tag ja morgen sehr stark auch unter dem Zeichen des Generationswechsels steht, hängen wir an die zwei Türme. Einmal eine Turmfahne der Familie Kettler und einmal eine Turmfahne der Familie Böselager. Und jetzt ist die Frage, welches von diesen 80 Fahnen hier die richtige Turmfahne ist. Hier, ich hab sie. Die Kettlersche ist schon mal da. Oder? Nee. Hier, das hier ist die Turmfahne, Hadi. Das ist sie. Die kommt nämlich in das... Ja, okay. Und die ist auch kürzer. Jo, viel kürzer. Geflaggt wurde auf Höllinghofen zum letzten Mal vor 3 Jahren, als Franziskus von Ketteler in die Familie von Böselager eingeheiratet hat. Von Anfang an war klar, seine Frau ist Erbin und Besitzerin. Er wird der Geschäftsführer. Eine ganz große Herausforderung ist, diese Aufgabe in einem Team mit meiner Frau zu bewältigen. Das ist ziemlich unüblich, weil in der Regel nach wie vor große Betriebe von Männern geführt werden. Und auch die Männer, die Eigentümer sind. In unserem Fall ist das anders. Und darin liegt die Herausforderung. Und diese Herausforderung geht er gerne ein. Dafür hat der Freiherr sogar die Leitung einer erfolgreichen Ladenkette aufgegeben. Also wir arbeiten da seit ich denken kann, ne? Arbeitet mein Vater darauf hin und hat mir immer gesagt, ja, wenn ich 70 werde und so, dann. Und jetzt ist halt dieses Dann, ist halt morgen. Schuh, alles klar? Ja, läuft alles. Der Baron hat seinen Schwiegersohn schätzen gelernt. Hast du mitgekriegt, ob und wer Tante Miriam abholt? Nee. Gut. Ich hab's im Auge. Ich kannte ihn nicht sehr gut. Aber wenn er dann der Mann meiner Tochter ist, dann ist für mich auch die Frage, hat er den Vorteil oder den Nachteil gar nicht gegeben. Das ist einfach so. Aber ich habe natürlich gesehen, wie engagiert und wie talentiert er ist. Das ist ein außerordentlicher Glücksfall, dass meine Tochter einen Mann heiratet. Und zwar nicht deswegen, sondern eben Glücksfall, der so geeignet ist, das zu übernehmen. Die Hirschbrunft hat begonnen. Ein Spektakel, das jedes Jahr im Herbst viele Besucher in den Wildwald lockt. In den letzten beiden Jahren hat Wolfhard von Böselager seinen Schwiegersohn auf die Aufgabe als Geschäftsführer des Naturbetriebs vorbereitet. Tag für Tag saßen sie sich im Büro gegenüber und haben sich durchaus kritisch beäugt. Dem jungen Freiherrn war schnell klar,
Der Baron räumt sein Terrain nur Schritt für Schritt. Und mindestens bis zur Übergabe behält der Alte das Sagen. Er nimmt seine Herde mit. Und wir kämpfen nicht. Nee, eben, wir kämpfen nicht. Nein, das ist ganz anders. Aber das ist, wenn man Menschen mal da einbezieht, bei vielen Tierarten ganz anders. Ganz abgesehen davon, dass Menschen eigentlich fähig sind dazu, Wettbewerb in einer anderen Weise auszukämpfen. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, wir hätten keine Konflikte gehabt. Aber nachdem bis jetzt das immer sehr klar war, dass ich mich zu fügen habe und auch meinen Schwiegervater inzwischen so gut kenne, dass ich ein gewisses Vertrauen habe, dass er schon weiß, warum er etwas nicht gut findet oder im Moment nicht angebracht findet, war das eigentlich zwischen uns kein Problem. Mhm, ganz schön starker. Ja, da oben, die sind immer noch am käbbeln. Am nächsten Morgen die Gratulanten im Anmarsch. Guten Morgen. Ich werde erst den kleinen Finger. Hände voll. Schön. Geht's. Die geladenen Gäste sind Honoratioren aus der Umgebung, aber auch Freunde von weiter weg. Sie wollen dem Baron zum 70. gratulieren und sie sind gespannt auf die neuen Schlossherren. Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Danke. Gut. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und gerne gekommen. Unsere Verbundenheit zeigen. Ein kleines Schlosschen darf ich Ihnen hinten hinlegen. Oh, danke. Der Geburtstag ist auch gleichzeitig Präsentationsbühne. Du weißt, Herr Fröhlich hat die Initiative in der Stadt, meine Tochter. Hallo. Fröhlich, der beim Bürgermeister im Büro sitzt und die nun Wald und Holz organisiert. Bei uns sind hier aber die Weichen gut gestellt. In der Stadt hoffentlich auch. Alle Misstöne der vergangenen Jahre sind heute vergessen. Der Tag soll harmonisch sein. Es gibt ja Konflikte, die einfach notwendigerweise entstehen, wenn ein 70-jähriger Mann und ein 36-jähriger Mann eng zusammenarbeiten und auch gemeinsam Verantwortung tragen. Dann gibt es die Konflikte zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn. Und dann gibt es die Konflikte zwischen Vorgesetzten und Untergebenen natürlich. Also bei uns kam halt alles auf einmal. Und deswegen mussten wir einen Weg finden, das Ganze zu managen. Ein Spaten. Er steht für Bauen, Garten, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Landschaft und Naturschutz. Und nicht dafür, die Talente zu vergraben. Und man kann ihn auch als äußerst gefährliche Waffe einsetzen. Die sind halt beide sehr stark. Und die beide funktionieren irgendwie besonders gut, wenn sie irgendwie oder bringen maximal das, was sie können, wenn sie da irgendwie motiviert werden und wenn sie da irgendwie das Gefühl haben, sie machen das Richtige, sie machen das auch beide für mich. Damit du nicht zu viel für zwei arbeiten musst, wie ich es manchmal musste, kannst du dir glücklicherweise Arbeit und Verantwortung teilen und ein entscheidendes Stück an deinen Hauptgeschäftsführer Franziskus weitergeben. Aber diese, ich würde mal sagen, so eine Scharnierposition, in der ich da bin, nämlich beiden besonders nah und näher als die einander irgendwie sich sein können zu sein. Natürlich bringt die mit sich, dass ich irgendwie immer höre, wo mein Mann an meinem Vater oder mein Vater an meinem Mann verzweifelt. Natürlich haben wir sicher beide das auch teilweise lernen müssen. Prinzipiell und
Wenn man älter ist, lernt man nicht mehr so leicht und hat es auch vielleicht nicht mehr so nötig. Und der Jüngere musste vielleicht noch mehr lernen. Müssen Sie ihn selber fragen. Aber klar, da ist auch ein Lernen dabei. Eines muss auch der Baron lernen. Ab morgen gelten auf Höllinghofen andere Herrschaftsverhältnisse. Theoretisch. Nach dem Besitzerwechsel eilt der junge Freiherr ins Schloss. Arbeitsfrühstück um 8. Ein Termin, den Baron von Böselager weiterhin für wichtig hält, um seinen Schwiegersohn zu instruieren. Ja, deine Punkte sind gut. Hast du deinen Kalender mit? Ja. Wenn wir dazu kommen, reden wir vielleicht am Ende über deine Termine, damit wir gucken, ob wir davon welche absagen müssen oder auch vorbereiten, damit wir nicht, damit wir genug Zeit haben, weil wir ja ziemlich im, also ich jedenfalls ziemlich hinter der Zeit bin. Wir haben ja diese Meldung hier von, die bringt überhaupt nichts. Das ist alles, was in der Zeitung steht. Das hat gar nichts mit uns zu tun. Okay, dann mache ich mal einen Briefentwurf. Ich will das auch heute in der Vorstandssitzung erwähnen. Da wird nicht jemand umreden. Bald ist die Übergabe auch juristisch besiegelt. Dann kann Franziskus von Ketteler eigene Akzente setzen. Eine neue Computeranlage soll her und das Sorgenkind Wildwald soll mehr Besucher ziehen. Die Idee des Freiherrn, einen Waldkindergarten gründen und die Erlebnisangebote ausbauen. Die Ratschläge des Schwiegervaters sind aber weiter willkommen. Das war schon sehr authentisch auf jeden Fall. Es ist schon so, dass er sehr viele Dinge sehr umfassend und von verschiedenen Seiten beleuchten kann. Er ist ja Philosoph und ich denke mal, er hat das da gut gelernt. Und insofern ist es richtig, dass er deswegen viel referiert. Also wenn er gesagt hat, kümmere dich mal um das und das Problem oder überleg dir mal was zu der und der Konstellation, dann habe ich schon einen Referatsauftrag sozusagen. Und das wird dann an einem Frühstück erst kurz und wenn Rückfragen bestehen, später auch länger aufgearbeitet. Und während Franziskus von Ketteler die Aufträge seines Schwiegervaters aufarbeitet, kommt seine Frau Ildiko einer selbstgewählten Pflicht nach. Sie hält ein paar Pferde. Im Moment findet sie kaum Zeit für ihr Hobby. Und auch das Familienleben kommt zu kurz. Ich würde sagen, wenn es so, wie es im Moment ist, immer weitergehen würde, dann wird das nicht klappen. Also im Moment bräuchte der Tag einfach irgendwie eher so 36 Stunden. Reiten mache ich eben, wenn ich einmal in der Woche schaffe, ist toll. Und Kino waren wir auch schon länger nicht mehr. Und die Kleine sehen wir viel zu wenig. Ist jetzt eigentlich den ganzen Tag irgendwie, wird die von anderen betreut. Das ist überhaupt nicht das, was wir uns vorstellen. Und wir eben auch nicht. Also wir bringen es nicht richtig unter. Halt abends nach 10 oder so. Aber meistens hängen wir dann auch nur noch müde vom Tatort oder so. Im Moment klappt es nicht so gut. Aber es ist eine Übergangszeit, denke ich. Hallo. Das Ehepaar nutzt die einzige gemeinsame Stunde am Mittag, um Organisatorisches zu besprechen. Ja? Ildiko von Ketteler-Böselager ist Architektin. Sie regelt sämtliche Bauarbeiten auf Höllinghofen. Oh, ich habe hier einen Stapel Sachen. Okay, soll ich das einfach machen? Ich kann das auch einfach machen. Wenn du da keine besonderen Wünsche hast, wie das Ich habe keine Wünsche, außer dass ich die bisherige Praxis eigentlich so recht gut fand. Wo ist das Baby? Ja, spazieren. Ohne uns. Oh, wie schade. Das gucken wir uns jetzt heute nach. Noch genießt die adlige Kleinfamilie ihr überschaubares Forsthaus. Das 500 Jahre alte Schloss, in das sie bald umziehen, ist eine Baustelle. Ständig muss etwas repariert werden. Oft hilft nur schweres Gerät. Die Sickergrube macht Ärger. Sie ist undicht. Ja, also wo kommt das jetzt an? Da unten rein wird das gepumpt, oder was? Die Pläne stimmen mal wieder nicht.
Nur der Baron weiß, wo die Leitungen wirklich liegen. Hier. Das müsste der Zaun sein. Ach so. Ja, aber der ist natürlich auch nicht anständig vermessen eingezeichnet. Ne? So schräg geht der nicht. Mhm. Der geht hier gerade. Als wäre der Organisationsstress nicht schon groß genug. Jetzt müssen sich die beiden auch noch mit diesem Problem herumschlagen und die Bauarbeiter anweisen. Man hätte gedacht, das wird oben. Die Hektik der Übergabe hinterlässt auch im Leben der jungen Schlossherren ihre Spuren. Natürlich ist es so, dass wir jetzt im Moment, also auch in unserem Privatleben, an jeder Ecke halt alles instabil ist. Ne? Ich denke, insgesamt ist es im Moment schon sehr viel, weil Dr. von Böselager einfach vor der Übergabe noch mal viele Dinge angefasst hat, die er einfach in den letzten Jahren nicht geschafft hat und die er jetzt einfach in Ordnung bringen wollte, damit wir sie in einem guten Zustand übernehmen. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch ein bisschen mehr als sonst. Hoffentlich. Die Familie will schon bald nach Höllinghofen umziehen. Das gehört zu den Repräsentationspflichten. Es genügt nicht, hier nur zu arbeiten. Die Schlossherren sollen auch hier leben. Die Frage ist nur, wie und vor allem wo macht man es sich auf 2400 Quadratmetern gemütlich? Ja, und theoretisch könnte man hier irgendwie so eine Tür machen oder so. Ich glaube, das war ja auch mal zu. Sieht ein bisschen so aus wie ein Türbogen. Ne? Da muss man aufpassen, dass es da vorne nicht zu dunkel wird. Ne? Aber dann hätten wir halt sozusagen jenseits hier hätten wir irgendwie so unseren eigenen kleinen Bereich. Ne? Und dann könnten wir hier unser Wohnzimmer machen. Was hältst du davon? Also ein bisschen, für mich eine bisschen komische Vorstellung in Mamis Schlafzimmer und so. Aber, das wollte ich gerade sagen, genau. Ja, aber das würde sich irgendwie anbieten, ne? Weil das wäre halt einfach eine coole Küche und dann halt von da hier ins Wohnzimmer. Und das ist so zu der Ecke, wo wir nicht wohnen wollten eigentlich, wo wir nicht schlafen wollten. Wir wollten hier eigentlich nicht schlafen. Weil wir nach vorne zum Hof schlafen wollten. Bisschen komisch ist halt so vom Wohnzimmer direkt ins Bad, aber das ist ja eh nicht so unser, ich meine, das ist ja eh nur unser Intimwohnzimmer sozusagen. Das wird einfach die nächste Aufgabe, unsere kleine Familie, die jetzt irgendwie in ihrer Intimität in dem kleinen Haus auch so den Rückzugsort hat und so, die halt jetzt sozusagen auch im Privatleben in das Schloss zu überführen, weil das einfach, also ich lieb's, ich habe hier Verstecken gespielt und alle meine Erinnerungen hängen dran und so, aber jetzt aus dieser Perspektive ist es einfach auch ein Teil der Aufgabe. Dass Adel verpflichtet, hat Franziskus von Ketteler schon früh gelernt. Die Jagd gehört dazu. Schon immer hat der alte Baron im Herbst Treibjagden für verdiente Mitarbeiter veranstaltet. Obwohl der Schwiegersohn das Jagen nicht besonders liebt, weiß er, was er seinen Angestellten schuldig ist. Der Baron ist jagdmüde. Er zieht es vor, zum Abschied mit Ehefrau Martina durch seinen Wildwald zu streifen. Vor 30 Jahren hat er sich den Traum vom eigenen Naturpark verwirklicht. Sein Ziel war es, den Besuchern Zusammenhänge von Naturschutz und Naturnutzung deutlich zu machen. Von Böselager vertraut darauf, dass Tochter und Schwiegersohn seinen ökologischen Lebenstraum weiterführen. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Ich weiß nicht, ich bin kein Prophet und halte mir alles offen, weil ich mich auch so anstrenge im Moment, dass ich mir sage, das kann ich mir überlegen, wenn ich ausgeschlafen bin. Aber dass ich ab und zu herkomme, klar. Vielleicht gibt es ja auch Sachen, wo ich da noch mal helfen kann. Die Übergabe, die man überall sieht, auch in Unternehmen und Familien, wo man glaubt, da kann man einfach einen Schnitt machen und dann kommt der neue, fängt mit Null wieder an. Das ist natürlich eine riesige Vergeudung von Wissen und von Kenntnissen. Also, ob meine Tochter und mein Schwiegersohn mich brauchen, muss ich mal abwarten. Ich rechne eigentlich damit.
Der Baron hat entschieden, in das Haus seiner neuen Frau zu ziehen. Er will einem Neuanfang auf Höllinghofen nicht im Wege stehen. Ich bin hier gewohnt, dass in jede Richtung kilometerweit alles mir gehört, alles von mir gestaltet ist. Ich es alles seit 50 Jahren in der Hand hatte, mehr oder weniger. Ja, dass ich hier herrliche Jahre verbracht habe, dass es ein Wunder ist und ein Glück. Natürlich mit Dankbarkeit und immer mit dem Gefühl, übermorgen kommst du wieder. Der Baron von Böselager auf dem Weg ins neue Heim. Hier wird er seinen Lebensabend verbringen. Sein zukünftiges Arbeitszimmer ist 10 Quadratmeter groß. Ja, hier sind wir so weit. Und du musst dir jetzt einfach noch mal überlegen, wie du das nutzen und einrichten möchtest. Also so unendlich viel Platz haben wir ja nicht, aber schön. Und Sofa zum Schlafen, damit dann auch mal ein Gast hier schlafen kann, oder? Wenn wir Wert darauf legen, dass du hier vielleicht einen Sessel aus dem Schloss hast, dann können wir eben nur den Sessel hier hinstellen. Hm. Der Schrank kommt raus, ja? Nein. Aha. Mhm. Könnten wir vielleicht noch ein bisschen mehr Regalplatz brauchen? Mhm. Ich sage immer zum Spaß, ich kann die Spülmaschine ausräumen. Das muss ich erst mal lernen oder habe ich schon gelernt, sie einzuräumen. Aber dann kommt noch einiges dahinterher. Einkaufen, putzen, das werde ich alles machen. Ist doch klar, das muss ich dann lernen. Hast du noch? Aber ein Freund hat mir jetzt gesagt, der sein Leben lang Pflichten und Ämter hatte, jetzt würde er nicht mehr darüber nachdenken, dauernd, was er tun muss, sondern er würde nur noch darüber nachdenken, wer er ist. Herzlich willkommen. Mit 12 Jahren wollte ich mein Leben Gott weihen. Ich habe natürlich überlegt, ob ich später heiraten will oder eben Priester werden. Am Anfang dachte ich daran, Pfarrer in einer Gemeinde zu werden. Dann daran, gemeinsam mit anderen Priestern in einer Gemeinschaft zu leben. Mit 15 habe ich dann die Regel des heiligen Benedikt entdeckt. So wollte ich leben. Und so kam es, dass ich mit 19 Jahren hier eingetreten bin. Fast 40 Jahre lebt Pater Pierre in Saint-Rémy de Rochefort, eine Abtei in den belgischen Ardennen, auf halber Strecke zwischen Brüssel und Luxemburg. Saint-Rémy ist ein Zisterzienserkloster, genauer ein Trappistenkloster. Die Trappisten sind eine Strömung innerhalb des Zisterzienserordens, die im 17. Jahrhundert entstand und der sich vor allem belgische Klöster angeschlossen haben. Die Trappisten wollten zurück zu den Ursprüngen des klösterlichen Lebens. Nicht die Arbeit, das Gebet bestimmt den Tagesablauf. Über den ganzen Tag verteilt haben wir 7 Gebetszeiten. Dazu eine in der Nacht und die Heilige Messe. J'étais abbé
Als ich Abt war, war ich der Vater des Klosters. Ich hatte die Verantwortung für die Mönche. Ich musste mich um die Wirtschaft des Klosters kümmern, ebenso wie um Beziehungen nach draußen. Selbst wenn alles gut lief, gab es immer einen Rest von Sorge und Angst, wo ich mich nur dem Herrn anvertrauen konnte. Unser Kloster ist immer ein Zisterzienserkloster gewesen. Der Orden wurde 1098 gegründet in Citeaux, in der Nähe von Dijon. Unser Kloster hier entstand 1230, mehr als 100 Jahre danach. Une centaine d'années après le début de Citeaux. Dans les abbayes trappistes, on évitait l'usage de la parole. On parlait par signes. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde in Trappistenklöstern nicht geredet. Man verständigte sich über Zeichensprache. Das hat man dann irgendwann aufgegeben. Heute sprechen wir miteinander, allerdings nur das Nötigste. Selbst mit Zeichen wäre ja ein echtes Gespräch möglich gewesen. Die können auf ihre Weise sogar ziemlich lärmend sein. Bis vor nicht allzu langer Zeit hatten alle Trappistenklöster große landwirtschaftliche Betriebe. Aber Landwirtschaft zu betreiben, ist gerade in Europa immer schwieriger geworden. Deshalb haben die belgischen Trappisten ihre traditionellen Brauereien ausgebaut. Bier und Beten. Für mich heißt die Beziehung eher Beten und Arbeiten. Ich braue Bier, aber das hindert mich nicht daran zu beten. Im Gegenteil. Die Arbeit hilft mir, mein Gebet zu konkretisieren. Ah, bonjour Vital, schön, dass Sie kommen. Gerne, schließlich ist Freitag. Bonjour Frère Pierre. Wir sollten jetzt das Aussehen der Biere beurteilen. Jeden Freitag treffen wir uns zur Bierprobe, um zu sehen, ob das Bier, das frisch aus der Lagerung kommt, schon so weit ist, dass wir es ab Montag verkaufen können. Nichts zu machen. Das Bier rechts ist deutlich klarer als die anderen beiden Biere. Da ich verantwortlich bin für die Qualität des Bieres, muss ich jedes Mal dabei sein. Ich bin zudem eine Art Verbindungsmann zwischen den Brauereiangestellten und der klösterlichen Gemeinschaft. Mit dem Geld, das wir mit dem Bier verdienen, bestreiten wir unseren Lebensunterhalt. Wir leben in der Tradition, für uns selbst zu sorgen. Wir sind kein Bettelorden. Das Geld aus der Brauerei erlaubt uns nicht nur davon zu leben und das Kloster zu erhalten. Das Geld gibt uns auch die Möglichkeit, Menschen zu helfen, die in Schwierigkeiten sind. Das ist Teil unserer Tradition. Arbeiten, um zu leben und arbeiten, um Gutes zu tun. Die Nacht ist für uns eine Zeit heiliger Stille. Die Nachtstunden müssen geschützt werden. Das Kloster ist ein Ort des Ringens. Das ist wie in der Wüste. In der Wüste können Sie Gott begegnen, aber man trifft dort auch den Teufel. Und wie Christus selbst im Evangelium gezeigt hat, auch er musste gegen die Mächte des Bösen kämpfen. Und wir müssen das auch. Das nächtliche Gebet ist etwas ganz Entscheidendes für unsere Berufung. Wir wollen nachts beten. Die Nacht ist das Symbol der Finsternis. Der Finsternis in der Welt und in uns selbst. Wir stehen nachts auf, um diese Finsternis zu bekämpfen. Und wir stehen auf, um diese Finsternis zu bekämpfen.
Wir fangen hier in Rochefort um 4 Uhr mit dem Brauen an. Das ist natürlich sehr früh für den, der aufstehen muss. Was wir morgens als erstes machen, ist, die Türen zum Maischekessel zu öffnen und dann die Grundzutaten beizumengen. Das Malz und die Weizenstärke. Und dann geht's los. Ich bin der Brauereidirektor, der erste Nichtmönch. Ich habe 1968 hier im Kloster als Student angefangen. Da hat man eine richtige Untersuchung über mich angestellt und hat sich erkundigt, ob ich in die Kirche gehe. Heute ist das sicher anders. Ich glaube nicht, dass man noch zu 100% gläubig sein muss. Aber das Personal, das hier arbeitet, muss einen Respekt vor Menschen haben und hilfsbereit sein. Sonst kommt man hier nicht zurecht. Nach dem nächtlichen Gebet bleiben wir wach bis zum Sonnenaufgang und lesen in den Büchern der Heiligen. Der Sonnenaufgang symbolisiert die Wiederauferstehung Jesu und seine Rückkehr in die Welt. Insgesamt bin ich glücklich in meinem Kloster, aber ich durchlebe natürlich auch Momente der Anspannung. Sei es, dass ich eine Auseinandersetzung in der Gemeinschaft habe, mit einem der Mitbrüder, wenn unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen, so dass man sich einfach nicht versteht. Oder dass ich einfach zweifle, ob ich nicht doch in die Gesellschaft zurückkehren sollte. Man macht sich ja da manchmal Illusionen. In solchen Momenten mache ich eine Krise durch. Manchmal fühle ich mich dann richtig gehend in einem Tunnel. Da sehe ich einfach nicht mehr klar, was mache ich hier im Kloster eigentlich. In solchen Momenten versuche ich durchzuhalten, treu zu bleiben. Und dann kommt irgendwann das Ende des Tunnels. Und ich bin immer wieder glücklich, durch diesen Tunnel gegangen zu sein, diese Prüfungen bestanden zu haben. Mein klösterliches Leben wird dadurch sehr viel reifer, sehr viel erwachsener. Wenn Pater Pierre nicht gerade übt, erklingt die Orgel in Saint-Remy nur während des Sonntagsgottesdienstes. Bei den übrigen Gebetszeiten singen die Mönche ausschließlich gregorianischen Choral. Pater Jacques Emmanuel hat das Amt des Abtes vor einiger Zeit aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Die Mönche haben einen Nachfolger gewählt. Seitdem findet er wieder mehr Zeit, die Kirche zu bewundern, die vor einigen Jahren von Grund auf neu gebaut wurde. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurden die Klöster aufgefordert, sich der Welt zu öffnen. Unsere alte Klosterkirche war so gebaut, dass Kirchgänger von außen keinen Zutritt hatten. Nur die Mönche konnten die Messe besuchen. Der damalige Abt, mein Vorgänger, hat vorgeschlagen, die Kirche auf ihren romanischen Kern zurückzuführen. Dieser Stil ist authentischer und passt besser zu uns. Hier gibt es keine überflüssigen Verzierungen. Die Steine selbst sollen unsere Ideale verkörpern. Dans les pierres elles-mêmes soit incarné notre idéal. Um 7 Uhr wird
wird die Maische gefiltert. Sie enthält noch keinen Alkohol. Da ist sie, die berühmte Maische, an der wir seit morgens 4 Uhr arbeiten. Ziemlich klar, schöne braune Farbe und man riecht ganz deutlich den Karamellduft unseres Bieres heraus. Selbst wenn es erst die Maische ist. Mal sehen, ob der Zuckergehalt stimmt. Perfekt. Um diese Zeit übernimmt mein Bruder. Er macht mit dem Brauen weiter. Bis später. Patrick Strignard ist einer von 5 Brüdern des Braumeisters, die allesamt im Kloster arbeiten. Er fügt den Hopfen zu. Früher haben das alles die Mönche selbst gemacht. Einst lebten hier 45 Mönche. Jetzt sind es noch 15. Es gibt viele Gebetszeiten am Tag und wenn sie beten gehen, dann müssten sie mitten im Brauvorgang alles stehen und liegen lassen. Aber das Bier wartet nicht, das geht nicht. Deshalb muss es Angestellte geben, die ihren Arbeitsplatz nicht verlassen und sich um die unterschiedlichen Brauvorgänge kümmern. Wenn man da nicht aufpasst, dann kann man das, was schließlich rauskommt, vergessen. Dann gibt es kein Bier. Angestellter des Klosters. Er kocht nicht nur für die 15 Mönche, sondern auch für das Personal und die Besucher, die im Gästehaus von Saint-Rémy für einige Tage Einkehr suchen. Les moines n'ont pas le droit de manger de la viande. Die Mönche dürfen kein Fleisch essen. Deshalb gibt es heute Eier, morgen Gemüse. Am Mittwoch dann Fisch, Donnerstag nochmal Eier und am Freitag Nudeln. Schwierig ist das nicht, nur leider etwas eintönig. Ist dir gut? Das wirst du mir sagen. Manchmal braucht einer der Mönche zwischendurch etwas Warmes. Dann fragt er mich nach einem Teller Suppe und bekommt ihn natürlich auch. Die ist sehr gut. Von Zeit zu Zeit braucht man das einfach. In das Essen der Mönche darf ich kein Fleisch tun, das ist klar. Dieses Gericht ist wohlgemerkt für die Gäste des Klosters, nicht für die Mönche. Das ist ein Wildschweingulasch mit Rochefort-Biersoße, Apfel-Birnen-Sirup lütticher Art und kleine Trauben. Weil wir in einem Trappistenkloster sind, bevorzugen wir natürlich eine Sauce à la bière. Das Mittagessen muss absolut pünktlich um 12:30 auf dem Tisch stehen. Da kommen sie aus der Kirche. Und man darf keine Minute zu spät dran sein. Sonst herrscht hier völlige Aufregung. Jeder fragt dann, was los ist. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir quelque chose sans retour? Pour nous, le réfectoire est. Für uns ist das Refektorium ein heiliger Ort, sozusagen eine Verlängerung der Kirche. Während der Körper die Nahrung aufnimmt, soll auch die Seele ihre Nahrung bekommen. Deshalb wählen wir eine Lektüre, die sich vor allem an die Seele richtet und die unser Gebet unterstützt, die Einheit mit Gott befördert. Wir lesen aus Biografien,
manchmal sogar einen Ausschnitt aus einem Interview mit einer bekannten Persönlichkeit, damit wir die Zeiten besser verstehen, in denen wir leben. Wir sind hier im Garten des Gebets. Man nennt ihn auch den verschlossenen Garten. Das kommt aus dem Lateinischen, Hortus Conclusus. Im Hohen Lied König Salomos ist der Garten das Symbol des Universums. Des Universums, in dem Gott, der Liebende, zusammenkommt mit seiner Geliebten, der Menschheit. Dieser Garten ähnelt ein wenig den Zen-Gärten des Buddhismus. In diesem Garten herrscht normalerweise absolute Stille. Wir können hierher kommen zum Beten. Besonders schön ist es an einem Sommerabend nach der Komplett. Aber man kann nicht allzu lange bleiben, denn um 3 Uhr stehen wir ja schon wieder auf. Doch es ist trotzdem ein schöner Moment im Tagesablauf. Vier Tage Brauen, 3 Tage Fermentation. Das ist ein Kreislauf, den wir nicht unterbrechen können. Wir können nicht einfach einen Monat aussetzen, weil die Mönche vielleicht sagen, es sollte eine Zeit lang im Kloster keinen Lärm geben. Das geht nicht, weil wir die Hefe am Leben halten müssen, die Organismen in der Hefe. Deshalb müssen wir Woche für Woche weitermachen. Die Hefe ist in gewisser Hinsicht unser Geheimnis. Alle anderen Grundstoffe kann jeder überall kaufen. Man bekommt sie im ganz normalen Handel. Was das Geheimnis des Bieres betrifft, ist Pater Pierre anderer Ansicht. Suchen Sie das Geheimnis unseres Bieres nicht in der Chemie oder in irgendwelchen geheimen Rezepten. Das Geheimnis unseres Bieres hat mit der Ethik zu tun. Wir haben eine christliche Ethik. Wir haben keine Aktionäre hinter uns, die nichts tun, aber Gewinne einstreichen wollen. Das heißt, wir achten darauf, dass unser Betrieb läuft und wir keine roten Zahlen schreiben. Aber wir zögern auch nicht, in die besten Maschinen zu investieren. Die Gemeinschaft der Mönche hat beschlossen, dass wir nur 400 Hektoliter pro Woche machen. Das sind 120.000 Flaschen. Wir könnten viel mehr verkaufen. Deshalb können wir den Preis stabil halten und müssen nicht vor unseren Kunden auf die Knie gehen. Die Zutaten sind immer noch die gleichen wie am Anfang. Und wir Laien haben kein Recht, auch nur irgendetwas an der Zusammensetzung des Bieres zu ändern. Wir dürfen nichts ändern, nichts. Die belgischen Ardennen, in denen Saint-Rémy liegt, sind wald- und wasserreich. Auch zum Kloster gehört ein eigener Wald. Pater Pierre und sein Brauingenieur haben sich aufgemacht zum Schatz von Saint-Rémy, zum Ursprung des Bieres. Oh.
Die beiden Männer steigen hinunter zur Quelle von Saint-Rémy de Rochefort. Dort wollen sie die Reinheit des Wassers prüfen. Geht schon, so rum geht's. Steigst du auf die Leiter? Wo kletterst du herum? Gehen wir also weiter. Es gibt keinen anderen Weg. Für die Qualität des Wassers tun die Mönche alles. Notfalls legen sie sich sogar mit den Bauern der Umgebung an. Sie haben Schutzzonen durchgesetzt, in denen die Landwirte keine Düngemittel und keine Pestizide ausbringen dürfen und sich an strenge Auflagen halten müssen. Ich verkoste das jetzt wie ein Bier. Schließlich wird das mal unser Bier. Das Wasser ist sehr wichtig. Jede Brauerei will ihr eigenes Wasser haben. Man könnte woanders nicht dasselbe Bier machen. Wir müssen für die Reinheit des Wassers kämpfen. Ich glaube, sauberes Wasser ist eine der Herausforderungen unserer Umwelt. Wenn wir dafür kämpfen, dann nützt es allen. Zur Sonntagsmesse kommen auch viele Leute aus Rochefort. Manche bleiben danach noch ein bisschen und gehen in den Klosterladen, der nach dem Gottesdienst für eine Stunde geöffnet hat. Danach sind die Mönche wieder allein. In einem Kloster trägt jeder seine eigene Geschichte mit sich herum. Die äußere Geschichte, die lässt sich filmen. Und dann die innere Geschichte. Jeder hat seine eigene Geschichte der Gnade, seine Beziehung zu Gott. Wenn man in der Brauerei arbeitet und den ganzen Tag im Kloster verbringt, dann muss man auch mal raus. Mir geht das jedenfalls so. Ich fühle mich wohl, wenn ich dann oben bin in der Höhe.